Yo, Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin sehr gut gelaunt, hoffe natürlich ihr da draußen auch. Heute wieder First Dates, ein Tisch für zwei, sponsored by RTL Plus. Natürlich nicht sponsored, wir kriegen kein Geld von RTL dafür, aber wir dürfen die Sachen lizenzfrei verwenden. Das ist schon mal ein super erster Schritt. Vielen Dank an RTL an der Stelle. Link zu RTL Plus findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr eigentlich alles von First Dates bis Are You The One bis Love Island bis Trash TV aller Art bis Live TV. Checkt's gerne aus. Und wenn wir gerade schon beim Werbung machen sind, liebe Freunde, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, ich habe einen geilen Podcast, den könnt ihr euch gerne anhören. Der heißt Ziemlich Beste Fremde. So. Und ja, wir sind bei Spotify seit dem Release des Podcasts schon in den Charts und sind immer noch in den Spotify Podcast Charts. Also es kommt ganz gut bei euch an und ich bin sehr dankbar dafür, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn noch weitere 10.000 Leute von euch darüber hüpfen und auch anhören. Aber schnackeln wir nicht fackeln lange um den heißen Brei, wir schauen uns jetzt das nächste Date an. Let's go. Wer bist du denn? Ich bin der Daniel und der Dani. Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch. Gesundheits- und Krankenpfleger. Aber dennoch möchte ich einfach mal Momente haben, wo ich mal für mich rausgehen kann, Musik hören und einfach Musik an, Welt aus. Der Dani. Ich habe tatsächlich schon mal Liebe auf den ersten Blick erlebt. Boah, habt ihr schon mal Liebe auf den ersten Blick erlebt, Leute? Lasst mich mal kurz überlegen, ob ich Liebe auf den ersten Blick erlebt habe. Mein Kopf rattert. Waren ein bisschen zu viele Ex-Freundinnen. Nee. I don't think so. Leider nichts draus geworden, aber das heißt ja nicht, dass es das nicht gibt. Mir hat mal jemand gesagt, wenn du nicht weißt, ob du auf deinen Kopf oder deinen Bauch hören sollst, hör auf dein Herz, denn das liegt genau in der Mitte. Servus. Ich bin der Daniel. Grüß dich. Hi, grüß dich. Bei dir hat man das Gefühl, dass man dich kennt. Na, ich denke eher nicht. Nee, aber das ist so eine Verbundenheit, finde ich. Ich bin, denke ich, eine offene Person. Und deswegen, denke ich, führt man das so, dass man sich gleich bei mir wohlfühlt. Ja, gute Energie ist das. Ja, ich denke auch. Bis. Der hat echt eine gute Aura. Das stimmt halt echt, ne? Ich habe gerade selber so mitgedacht und so den mit so angeguckt. Der hat eine sehr positive Aura, der Bré. Ich würde dem auch direkt meinen ganzen Kontostand anvertrauen. Glücklich, wie es bis jetzt gelaufen ist. Ja, im Rückblick, manches hätte ich gern anders gemacht vielleicht im Leben. Was fällt dir da als erstes ein, wenn du darüber nachdenkst, dass du was anders gemacht hättest? Ich hätte wahrscheinlich mehr gehört, was meine Partnerin mir sagt, okay. Dass man noch mehr Freund ist. Hm? Also, ich sage immer so, der Partner sollte der beste Freund, Freundin sein. Ja? Und ich glaube, da hätte ich einfach noch mehr gegeben in meiner damaligen Beziehung. Aber das ist ja ein Punkt, den kann man jetzt mitnehmen und da weiß ich, für meine nächste Beziehung kann ich es anders machen. Du hast gelernt. Definitiv. Sehr gut. Elisa. Elisa. Mhm. Und Elisa kann ja profitieren. Und du auch, ja. Definitiv. Man lernt immer dazu. Man lernt immer dazu. Schauen wir mal, was wird bei Elisa und dem Dani. Bring dich an die Bar. Darf ich an die Bar gehen? Hallo, hi. Hi. Da kommt sie. Ich heiße Elisa und bin ein sehr emotionaler Mensch. Also bei mir kann man das komplett ablesen. Also da bin ich echt ein offenes Buch. Also wenn ich den blöd finde, dann sieht man das leider auch. Was ist Zeitsoldatin? Soldatin auf Zeit? Mäßig, die ist nur im Einsatz, wenn es brenzlige Situation ist? Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Weiß das jemand von euch? Kann mir das jemand von euch in den Kommentaren beantworten? Ich weiß es nicht tatsächlich. Ich kann nichts dagegen tun. Er muss witzig sein, er muss mich so begeistern können, so mitreißen können. Also ich muss an seinen Lippen hängen irgendwie. Also sowas mag ich immer, wenn es so spannende Menschen sind, die irgendwie schon erlebt haben, sowas mag ich immer sehr. Hi. Hallo. Hallo. Soll ich weiterlaufen? Okay. Ja, bitte. Hi. 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 Hallo. Hi, ich bin Daniel. Elisa. Hi. Willst du dich umarmen? Ja, danke. Wollen wir noch eine Runde Platz nehmen? Mach mal. Cool, danke. Freut mich. Ja, mich auch. Bin gespannt. Ach, ich erst. Klein gegen groß, ne? Ich bin super nervös, hab eiskalte Hände, wie du vielleicht viel merkst. Ja, ja. Cool. Aber aufgeregt sind wir, glaube ich, alle. Ich war jetzt nicht so, dass ich gleich gedacht habe, so wow. Aber jetzt nicht, dass ich gedacht habe, was für eine Vollkatastrophe oder so. Ja, also alles ganz gut. Wo kommst du her? Aus Erfurt. Aus Erfurt? Ja, und du? Ich komme aus Radebeul. Das liegt, hast du vielleicht schon mal gehört, das liegt direkt neben Dresden. Ach, aber cool.
Genau. Ich komme aber eigentlich auch aus Sachsen. Ich komme aus der Nähe von Klingenthal, ja. Also Tschechische Grenze. Ja. Da komme ich eigentlich her, genau. Oh, aber was hatte ich in der Erfurt verschlagen? Beruflich bedingt. Das Bundeswehr bin ich. Ach, du bist bei der Bundeswehr? Genau, und deswegen viel rumgekommen. Und was machst du beruflich, weil wir gleich beim Thema sind? Ich bin Krankenpfleger. Ach, cool, okay. Und leite zudem noch eine Station als Teamleiter. Und, in einem Krankenhaus? In einem Krankenhaus. Cool, echt. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 34. Und du? Ich bin 29. Okay. Redaktion. Redaktion. Redaktion, wo seid ihr? Müssen wir mal die Flaggen hier hinlegen. Ich hab die nie im Blick, Alter. Ich mag diese Flaggen, ja. Wow, was für eine tolle Frau. Sie hat einfach eine wirklich tolle Ausstrahlung im Gesicht gehabt. Man hat gesehen, sie ist fröhlich, sie steht mitten im Leben. Das hat man ja einfach sofort angesehen. Das hat mich echt beeindruckt. Also, wärst du mal echt gleich für so nervös? Gut. Ich hoffe wirklich, es geht gleich weg. Das darfst du sein. Aber ich bin allgemein ein nervöser, aufgeregter Typ. Also ich bin immer so hibbelig und zappelig. Also bist du immer aktiv? Also Stillstand ist nicht so das, was also, du... Also entspannen ist... Also ich würde es gerne tun, wirklich. Aber es ist ganz schwierig mit mir. So einen entspannten Fernsehtag. Boah, einen entspannten Fernsehtag. Ich bin zwar auch hibbeliger Mensch und ich würde mich jetzt auch eher als aktiver Mensch bezeichnen, aber einen entspannten Fernsehtag, den schaffe ich ohne Probleme. Mach dir da gar keinen Kopf. Also das kriege ich so hin. Gar kein Problem. Den ganzen Tag im Bett liegen ist eine meiner Leidenschaften. Schwer. Das ist ein Punkt, das muss man lernen. Also, kenne ich selber von mir. Zum Thema Entspannung, da muss man sich einfach austauschen, weil das ist ein Punkt, den musste ich in meinem Leben lernen. Und ich glaube, wenn man dann Partnerhand eben runterholt und der ihm das zeigen kann, dann kann man sich da super ergänzen. Ich hätte einen Tisch für zwei. Okay. Vielen Dank. Ein Tisch für zwei. First Dates. Okay, was habt ihr für ein Gefühl bei den beiden? Ich kann mir vorstellen, dass es passt. Ich bin mir aber noch nicht zu 1000% sicher. Also er fühlt sie natürlich wieder. Es ist immer so irgendwie, die Männer fühlen immer die Mädels geisteskrank. Und sie, bei ihr bin ich mir noch nicht sicher, wie sehr sie ihn fühlt. Was machst du denn so in deiner Freizeit? Also, ich mache schon viel Sport, Crossfit. Ich gehe viel laufen, wandern. Oh, habt ihr was entdeckt im Hintergrund, liebe Freunde? Also ich würde zu First Dates gehen, wenn sie mich nicht bedient, sondern mit mir am Tisch sitzt, liebe Freunde. Das wär's, oder? Ich und die First Dates Kellnerin. So. Also zählt es jetzt so Sport? Ja, weil doch, wandern ist ein Sport, definitiv. Okay, definitiv. Aber ich mag das, ja. Also genau, ich hab zwei Jungs, die sind 4 und 6 und ja, die beschäftigen mich auch ganz gut. Kann ich mir vorstellen. Ja. Hast du Kinder? Ich habe 3 Kinder. 3? Krass. Ja. Hä? Mit 29? Bruder, einer hat Gas gegeben. Krass, stark. Als er das mit seinen Kindern erwähnt hatte, dachte ich so, wow, sportlich. Ich stelle es mir sehr schwer vor, eine Familie oder zwei Familien irgendwie zu einer zu matchen. Okay, sie ist raus. Bei mir um die Ecke. Und ich hole die, mache regelmäßig, unternehme ich was mit denen. Ich finde es auch wichtig, dass es so eine entspannte Regelung ist. Also das ist bei uns auch, bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass es so ist, wie es ist. Das wären dann 5 Kinder gemeinsam. Das ist sicherlich auch eine Hausnummer, aber ich finde es aber echt interessant. Ab dem Zeitpunkt war sie raus, liebe Freunde. Ich sag's euch, wie sie ist, sie ist raus. Ab dem Zeitpunkt war sie raus. Weil ich glaube, dass daraus auch was Tolles entstehen könnte. Und man weiß auf jeden Fall, sie weiß, wie sich das Gegenüber fühlt. Weil das, man einfach dieselben Lebensgrundlagen hat. Machst du Sport oder so? Ja, tatsächlich aber noch nicht so lange. Man sieht es mir nicht an. Ich habe mal 197 Kilo gewogen. Krass, 197? Also ich war wirklich groß und kräftig. Ne? Also Entschuldigung, aber ja, super. Und habe dann gemerkt, das kann so nicht weitergehen. Hab dann angefangen, meine Ernährung umzustellen, mein Bewegungsmuster. Und dann waren plötzlich mal nach einer Woche 4 Kilo weg. Dass er das geschafft hat, absolut irre und beeindruckend und bemerkenswert. Wie lange bist du jetzt schon Single? Knapp ein Jahr jetzt. Ja, und du? Ja, ich bin jetzt 1,5 Jahre Single. Und ja, natürlich habe ich mal mit Frauen getroffen. War bis jetzt einfach noch nicht die richtige dabei. Ja. Also, oft haben die ein Problem mit meinen Kindern, also was ja völlig okay ist. Oder wie soll es sein so? Oder was ist so wichtig? Boah, wenn er jetzt trocken gibt, einfach so wie du, ist schon nice. Das wäre krass. Jetzt gibt er einfach so, so wie du, schon fühle ich. Also schon nice. Alles dabei, was ich brauche. Ich finde, eine Frau soll Ausstrahlung haben.
so wie du zum Beispiel. Also, du hast definitiv eine Ausstrahlung. Es kommt meine Junge. Viel durch die Augen. Ne? Alles andere ist sowieso vergänglich. Ja? Also das mit dem Kompliment fand ich sehr aufmerksam. Also er ist wirklich ein lieber Mann. Also das kann auch schon recht gut, glaube ich. So, es kann losgehen. Der Steinbutt ist für dich. Perfekt, danke schön. Und die Lammschulter für dich. Ich wünsche euch einen wunderbaren guten Appetit. Na dann, guten Appetit. Guten Appetit. Du bist eher ortsgebunden, oder? Ja. Also ich habe ein Reihenhaus in Erfurt. Ja, das ist deins. Oder zur Miete. Ja. Nee, das ist meins, genau. Anscheinend eine starke Zeitsoldatin, hä? Da muss ich mir wahrscheinlich mal Erfurt anschauen, komm, oder? Ich habe 5 Jahre in Halle gewohnt und ich habe dort gerne gewohnt. Hm? Ich bin da natürlich wegen der Liebe nach Radebeul. Schön. Und würdest du noch mal umziehen? Selbstverständlich. Also, wenn die Liebe passt, wieso nicht? Okay. Natürlich möchte ich da offen sein. Mit Kindern der ist so eher süß. Schwierig, also ich stelle mir das... Also der hat ja richtig Bock, ne? Der ist richtig motiviert, der Bruder. Der hat richtig Bock. Schwer umsetzbar vor. Vor allen Dingen auf die Distanz. Also wenn man jetzt irgendwie 3 oder weiter geht oder so, ja, alles gut. Aber jetzt mal fix in ein anderes Bundesland ist halt, glaube ich, doch ein bisschen was anderes. Ihr Lieben, ich komme mit der Rechnung. Ah, schon vorbei? Danke. Ja, tatsächlich. Ich würde dich gerne einladen, wenn das okay für dich ist. Ja, ja, super. Dass er mich eingeladen hat, also es war ja das ganze Date über. Also er war so charmant und so zuvorkommend. Deswegen, also ich habe mich da natürlich sehr gefreut. Und ich trotzdem wird sie ihm einen Korb geben, ne? Das wissen wir ja alle schon. Also wir gucken ja gerade alle hier gespannt zu. Wir sind gerade alle, wir sitzen auf heißen Kohlen. Aber wir wissen, dass sie sich diese 5 Kinder nicht antun wird. Das hat man direkt gemerkt. Wirklich sehr, sehr lieb von ihm. Aber schade, dass es schon vorbei ist. Ja, finde ich auch. Es war sehr kurzweilig. Also, ja. Weil es so unterhaltsam war, schön. Ich fand unser Date sehr, sehr herzlich. Also das war von Beginn an irgendwie ein spannendes Date. Eine tolle Frau. Und man hat einfach gemerkt, da ist eine Anziehung da. Da ist eine Verbindung irgendwie da. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, ihr Lieben. Danke für das leckere Essen, die Getränke. Danke, dass ihr da wart. Und wie sieht's aus? Wird es ein zweites Date für euch beide geben? Also, ich möchte leider kein zweites Date. Für mich spielt die. Also, ich kann es mir halt einfach zu schwer vorstellen mit deinen Kindern und der Entfernung. Und auch wenn du gesagt hast, du könntest umziehen, würde ich gern mehr, also Kontakt mit dir weiterhin haben. Aber jetzt nicht, dass ich mir da irgendwie was Beziehungsmäßiges vorstellen kann. Ja, ich hätte mich gefreut, wenn wir uns noch ein zweites Mal für ein Date getroffen hätten. Okay. Weil ich dich wirklich, wie gesagt, charmant finde und mir das hätte auch gut vorstellen können. Aber wir können gerne im Kontakt bleiben und uns so immer mal gerne austauschen. Und welcher Kontakt? Welcher Kontakt? Denkt ihr wirklich, da wollen Leute Freunde werden dann? Das verstehe ich nicht. Kontakt bleiben, obwohl er sie gut findet und sie ihn nicht. Wie Kontakt bleiben? Wirtschaftlich nochmal treffen. Hauptlich, also ich würde mich wirklich drüber freuen. Süß geregelt von ihr, sehr süß umgesetzt und so, ne? Sie hat gut die Kurve bekommen, so. So, sie kam sympathisch rüber und hat das alles sehr, sehr toll rübergebracht, aber ja, schade. Schade für den Dani, Alter. Dani! Das war's mit diesem Video, liebe Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst nicht, in die Videobeschreibung zu gucken, um alles abzuchecken, was ihr abchecken müsst. Und wir sehen uns morgen wieder 14 Uhr beim neuen Video. Bis dahin, haut rein und ciao. Es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns beide. Zu viele Gefühle, darum bin ich lieber allein. Sie redet von Liebe, dafür ist es viel zu spät. Viele Probleme. Wie die Story geht.